Willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es mal um die Must-Have-Gadgets fürs Vanlife und Camping, die wir wirklich täglich im Einsatz haben hier auf unserer Reise. Alle Produkte sind in der Videobeschreibung verlinkt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, ob da wirklich Produkte dabei sind, die ihr vielleicht selbst noch gar nicht kanntet. Und wie gesagt, falls euch ein Produkt interessiert, alle Links in der Videobeschreibung. Jetzt geht's los mit dem Video. Ganz viel Spaß. Was wäre Camping oder Vanlife ohne Lagerfeuer abends? Mit Freunden, mit den Platznachbarn, mit anderen Vanlifern, es gehört einfach absolut dazu. Und da ist es bei uns zumindest so, dass wir da ganz häufig einfach grillen. Entweder Stockbrot, klar, super lecker, aber ganz oft eben auch Fleisch, Fisch oder Gemüse. Und da kommen diese Grillgitter zum Einsatz. Die habe ich tatsächlich erst hier auf der Reise kennengelernt. Meine Freundin und ich, wir kannten die wirklich gar nicht. In Kroatien, Albanien, Montenegro, Griechenland, irgendwie überall so richtig der Klassiker. Jeder hatte so ein Teil. Gibt es dort für 5 bis 10 Euro im Supermarkt. Ich habe die euch auch mal jetzt auf Amazon verlinkt. Absolutes Must-Have. Gerade Kartoffeln werden damit super geil. Fisch kann man damit extrem gut grillen. Und das eben alles halt easy am Lagerfeuer, ohne dass da jetzt eine Konstruktion mit Gestell ist, mit Rost, wo man alles irgendwie erstmal setupen muss. Nein, man macht das Ding auf, zack, legt rein, was man rein will, macht es wieder zu, schiebt den Riegel vor und kann losgrillen. Absolut geiles Ding, kommt bei uns wöchentlich mehrfach zum Einsatz. Weiter geht es wieder mit einem absoluten Camping-Klassiker, und zwar diesen extrem kompakten Hängematten. Die sind meistens aus Fallschirmseide gefertigt, das heißt, die sind extrem robust, kosten so um die 20 Euro, halten damit so um die 150 Kilo, das heißt, theoretisch könnte man da auch easy zu zweit drin chillen, drin pennen. Ja, mega geil, die Teile kann man überall easy eigentlich festmachen, man braucht nur 2 Bäume. Wenn man mit dem Van unterwegs ist, kann man meistens sogar einen Fixierpunkt, bei uns zumindest am Van, direkt an der Garage wählen, dann braucht man nur noch einen Baum. Kann eine Hängematte spannen, wie lebt es sich denn bitte entspannter? Also für mich wirklich ein absolut Must-Have-Gadget für jeden Camper oder Vanlifer. Beim nächsten Gadget handelt es sich um einen super nützlichen Helfer im Vanlife. Hier kommt P-Touch Cube Plus von Brother zum Einsatz. Ein portabler Etikettendrucker. Mega cool. Ich dachte erst, was wollen wir denn damit hier im Vanlife? Meine Freundin kannte das aber auch schon von anderen und sie hat mich jetzt direkt davon überzeugt. Denn wir haben jetzt alles gelabelt, alles sortiert. Dadurch ist mega Ordnung im Van entstanden. Wir waren jetzt zu viert eine Woche hier unterwegs und da wurde alles extrem unordentlich. Seit wir jetzt dieses Ding haben, ist hier wirklich sozusagen auch für Leute, die jetzt nicht hier drin wohnen, wissen die direkt, wo sich was befindet. Besteck, Kleidung, wir haben auch sogar unsere Polaroids beschriftet, die Kabel sind alle beschriftet. Unsere Trinkflaschen, jeder hat seine eigene. Hier oben in unserem Fach könnt ihr sehen, Technik-Equipment, Kosmetik, Balsamico, Knoblauchöl, Lebensmittel. Und so weiter. Das Schöne daran ist, die Bedienung ist super simpel gehalten. Man verbindet sich einfach per Bluetooth mit dem Smartphone, hat dann in der App die Möglichkeit, aus verschiedensten Schriftarten, Emojis und so weiter auszuwählen. Kann da wirklich alles draufdrucken. Ihr seht, wir haben sogar auch Rahmen drumherum gedruckt, beispielsweise beim Balsamico oder Knoblauch, weil wir das einfach da schön fanden. In der App ist eurer Kreativität auf jeden Fall keine Grenze gesetzt. Es gibt auch verschiedene Bänder zwischen 3,5 und 24 mm, lassen sich hiermit drucken. Auch nicht nur weiß, ihr seht, blau, gelb, rot, kann man sich alles Mögliche kaufen. Optional könntet ihr den P-Touch Cube Plus sogar per USB mit eurem PC verbinden und dort die Labels erstellen. Aber ganz ehrlich, mit der Smartphone-App ist das so super simpel gemacht. Ziemlich geiles Ding, ist eigentlich preislich bei so 130 Euro aktuell auf Amazon. Ich habe gerade mal reingeschaut, zu haben, glaube ich, reduziert auf 102 Euro. Schaut auf jeden Fall vorbei, Link in der Videobeschreibung. Damit auch nochmal recht herzlichen Dank an Brother für die Bereitstellung des Produkts und für die Unterstützung des heutigen Videos. Weiter geht's zum nächsten Gadget. Ja, wenn ihr dann abends am Lagerfeuer sitzt, ist natürlich auch ein Messer wichtig. Hier würde ich euch empfehlen, kauft euch einfach ein Multitool-Set, ja. Dieses Ding, es ist jetzt von Jungle Monkey, ich glaube, es hat irgendwie 20, 25 Euro gekostet, habe ich schon seit über einem Jahr. Und hier ist alles drin. Ein Messer, ein Schleifstab für euer Messer, Kugelschreiber mit integriertem Sicherheitsding, dass ihr durch eine Scheibe rauskommt, ein Multitool mit allen möglichen Funktionen, eine Verbandsschere, eine Trillerpfeife, Verband, eine extrem helle Taschenlampe,
Angelset, das nötigste Zeug, ein Kompass und was das Ding hier nicht alles noch birgt, Flaschenöffner, alles mögliche. Wie gesagt, diese Multiboxen, mega empfehlenswert, mega geiler Shit drin, gerade so Outdoor-Survival-Zeug beim Camping absolut zu empfehlen. Falls ich jetzt nicht genau diesen Jungle Monkey Set hier finde, dann verlinke ich euch ein ähnlich preiswertes Ding, auch natürlich in der Videobeschreibung. Wie gesagt, absolute Empfehlung. So ein Survival-Ding, da ist wirklich alles drin und immer mal wieder greife ich da drauf zurück auf dieses Set. Sehr geil. Wer während des Campings oder im Vanlife auch mal einen Filmabend mit den anderen Vanlifern, den Platznachbarn oder Freunden abends draußen in der Natur verbringen möchte, dem kann ich einen portablen Akkubeamer absolut ans Herz legen. Die Dinger, ihr könnt es im Hintergrund schon sehen, ich habe es einfach gerade mal hier bei uns an den Van projiziert, sind für so um die 200 Euro zu haben, Full-HD-Auflösung, integrierter Akku von so circa 2 Stunden, das heißt normale Spielfilme mit 1,5 Stunden Länge laufen da problemlos. Ihr habt aber auch sonst eine YouTube-App drauf, Netflix und so weiter. Könnt ihr alles easy streamen, die haben meistens ein 3/4 Zoll Gewinde auf der Unterseite, das heißt man kann es auch eben hier ganz einfach auf jedes Stativ packen. Packt den Beamer aus, Fernbedienung ist noch dabei, Hotspot am Handy an und los kann der Filmabend gehen. Das Setup ist super einfach. Ich nutze hier selbst einen von Blitzwolf. Ich verlinke euch mal den hier und auch ähnliche Alternativen, die ich euch da empfehlen würde, in der Videobeschreibung. Aber was macht einen Abend draußen entweder beim Beamer oder unter den Sternen erst so richtig gemütlich? Angenehmes Licht. Hier eignen sich Campinglichter super. Das Schöne an diesen Campinglichtern ist, die haben meistens die Möglichkeit, eben hier über einen Henkel das Ganze aufzuhängen irgendwo. Das heißt, man kann die eigentlich ja überall easy anbringen. Wenn mir ein batteriebetriebenes und ein akkubetriebenes, das hat sogar noch so ein nettes Feature, das kann man eben über Gestensteuerung hier dimmen oder auch sogar die Farbe ändern. Ja, nette Spielereien. Ich verlinke euch auch hier natürlich mal passende Lichter in der Videobeschreibung. Lichter dürfen wirklich auf jeden Fall nicht fehlen. Zusätzlich sind wir noch mega der Fan mittlerweile von Lichterketten. Die haben wir überall im Van, haben aber auch noch ein, zwei, die wir immer mit rausnehmen. Hängen die eigentlich abends immer standardmäßig direkt auf. Und wie gesagt, schöne, viele verschiedene Lichtquellen, macht einfach eine super gemütliche Stimmung und ist auch draußen wirklich absolut angenehm. Damit würde ich sagen, machen wir aber mal wieder Tag. Ihr habt gesehen, die Lampen machen abends ein schönes Licht und sorgen für eine tolle Atmosphäre. Aber wie wird denn Licht erzeugt? Natürlich über Strom. Und da kommt das nächste super praktische Camping-Gadget zum Einsatz. Die meisten Vanlifer haben wahrscheinlich eh ein Solarpanel auf dem Dach. Aber wenn man jetzt mal beim Camping unterwegs ist, ist das Ding wirklich ein Must-Have-Gadget und für alle Vanlifer eine super Ergänzung von Sunnybag, ein mobiles Solarpanel. Bietet über 100 Watt, hinten 2 USB-Ports mit am Start. Das heißt, ihr könnt hier euer Smartphone, Tablet, Smartwatch, Lampen, Zahnbürsten, was auch immer, was eben alles mit 5 Volt läuft, laden. Mega geil, wir haben das auch voll oft als Ergänzung einfach draußen mal noch aufgestellt, um irgendwie was aufzuladen. Oder wenn wir mal am Strand sind, nehmen wir keine Powerbank mit, sondern einfach das Ding oder machen es am Rucksack fest. Man kann es auch schön der Sonne nach ausrichten, weil es eben sehr flexibel ist, aber trotzdem auch mega robust. Auch absolute Empfehlung für jeden Camper, wie gesagt, und gerade aber auch im Vanlife eine mega geile Ergänzung nochmal zusätzlich. Ah, wer sagt, ihm sind diese 100 Watt über ein mobiles Solarpanel nicht genug? Für den ist vielleicht das nächste Produkt super interessant und zwar handelt es sich hierbei um eine mobile Powerstation. Die Teile sind wirklich der Hammer. Ich habe die hier im Vanlife fast täglich im Einsatz, denn ich arbeite einfach super gern am Strand. Und das Geile an den Dingern ist, hier ist ein Monster-Akku drin, 450 Wattstunden, aber gleichzeitig habt ihr eben auch noch 2 vollwertige 230 Volt Steckdosen. Das heißt, ihr könnt hier auch eine Stichsäge dran betreiben, alle möglichen sonstigen 230 Volt Geräte, normale Akkus von Laptops laden und so weiter. Hier perfekt jetzt fürs MacBook oder neuere Laptops geeignet, gibt es sogar einen speziellen USB-C Power Delivery Port mit 45 Watt. Mega geil, das heißt, ich muss hier eigentlich nur ein Kabel mitnehmen und kann mit meinem Laptop den ganzen Tag arbeiten am Strand, egal wo ich bin. Was für mich wirklich mega Lebensqualität bedeutet, nicht im Van oder in einem Raum mit Steckdose sitzen zu müssen, sondern einfach überall mobil in der Natur arbeiten zu können. Des Weiteren habt ihr hier sogar auch noch eine Leuchte mit am Start, dimmbar. Dann habt ihr noch einen integrierten Lautsprecher, das heißt, das Ding ist auch gleichzeitig noch abends beim Lagerfeuer die Musikanlage. Ihr habt hier noch 3 weitere USB-Ports, einmal Quick Charge 3.0 und noch 2 normale USB-Ports. Auf der anderen Seite gäbe es sogar noch einen 12 Volt Kfz-Zigarettenanzünder, ihr kennt die, oder auch noch einen ganz normalen 12 Volt Output. Geladen kann das Ding entweder über 230 Volt werden oder eben auch über 12 Volt über euren Zigarettenanzünderanschluss, also die Kfz-Buchse im Auto. Oder als dritte Option, das gibt es bei dieser Powerstation nicht, aber es gibt eben auch
Einige Powerstations, die das noch unterstützen, und zwar, dass sie direkt ein Solarpanel anschließen können. Da hatte ich davor eine von PowerOak AC50 nennt die sich, verlinke ich euch optional auch mal in der Videobeschreibung. Die ist auch mega empfehlenswert und da hat man, wie gesagt, zusätzlich noch die Möglichkeit, das Ganze eben über Solar zu laden. Das heißt, gerade als kleine Powerstation, als All-in-One-System, für einen Camper, der gar kein Elektriksystem verbaut hat, ist das eine mega einfache Ergänzung, wie man wirklich mit nur einem Gerät eigentlich ein komplettes Elektriksystem erwirbt, mit Wechselrichter drin, allem drum und dran, was wie gesagt auch noch über Solar geladen werden kann. Absolute Empfehlung. Preislich liegen diese Dinger bei ca. 400 bis 500 €. Wie gesagt, ich verlinke euch mal das, was ich euch empfehlen würde, in der Videobeschreibung. Falls ihr Interesse habt, schaut da vorbei. Das sind sie also, die Must-Have-Gadgets im Camping- und Vanlife. Meinung und Feedback gerne zum Video in die Kommentare, falls euch ein Produkt interessiert und ihr den Kanal kostenlos unterstützen wollt, kauft gerne über einen der Links. Und ansonsten sage ich ciao und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann schon beim nächsten Video. Folgt mir gerne auf Instagram, RealVanX, oder folgt unserem Reisekanal Van Explorer. Dann könnt ihr die ganze Reise so ein bisschen mitverfolgen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.